Was geht ab? Wir haben übrigens Pascal Su Bodybuilding in the building. Okay, hau ab. Sometime you'll win, sometime you'll lose. Tell me if you know about working 9 to 5 with no days off. Tell me if you know about sticking to the grind till it pays off. Let me know if you got anything that's on your mind for your race off to. Somewhere I can't reach and let me teach you how to cope with pain. I grew up on the west side where they taught me how to throw them things. Nate Dogg in the whip, fat laces on my shoestring. You wonder why I'm so done, let me tell you how I do things. That's just the way that we. Guten Morgen, YouTube. Pascal Su Bodybuilding. In the building. Willkommen im neuen Video. Fibo-Woche, Tag 3. Stimme ist gone. Lass uns loslegen. That's just the way that we flex. Yeah, flex. Tell me if you know about pushing out work for the whole team. Tell me why these bitches wanna fuck with your boy, cause I hold dream. That are bigger than they man, see, I never had a hand in this whole thing. It's mad strange how we came up from a plan, and I'm telling y'all what hope brings. Constantly reminded I'm on EBT, so you know I'm saving up. My girl. Ist das der Slava von Body IP? Wo? Slava Boy! Slava, wo ist Slava? Ist das nicht Slava rein? Was ist denn gemacht? Scheiße. Das Schlimme ist, ich sage dir das auch immer, wo ich arbeite. So, wir sind jetzt hier beim Stand angekommen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind ein bisschen früher da. Bereiten ein bisschen vor. Ich gehe auf jeden Fall nochmal aufs Klo. Und dann geht es aber auch schon gleich los. Und da heute Samstag ist, denke ich, dass es um Punkt 9 auch tatsächlich richtig losgeht. Und um 10 ist auch die erste Challenge. Und ich bin richtig fertig. Ich baller mir gleich erstmal einen Booster. Fuck it. Und dann geht's los. Also die Stimme ist zwar irgendwie anders, aber sie ist auch noch nicht ganz weg. Also ein bisschen Hoffnung ist noch da. Es würde mich auf jeden Fall noch freuen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte, um mit euch zu reden. Aber leider machen es halt die Umstände. Verzeiht mir. Aber wir holen das nach. Wie ihr euch vorstellen könnt, wird es gleich fucking laut, denn dann geht die Musik an und so. Und dann kann ich nicht mehr vloggen. Also kriegt ihr wieder Musik. But I've been working too hard for the commentary, all you bitches pipe down. That's just the way that we flex, way we express, things on our chest. Yeah, that's just the way that we flex, way that we, that's just the way that we flex, yeah, flex. Tryna stick current in my zone now. Been the faithful server for my hometown. Sippin' now, swervin' to my new shit. Paying no attention to the hoes now. Whoa, how funny is it getting so acquainted? Back when Desi wasn't in your conversation. But I'm ready for the greatness. Gotta thank me for my patience. Tell me everything is gravy. What's I made it? What's up? Thank you.
public building. They blowing them cookies, that's all the ghetto children. Plotting on ways that we can make a million, million. Lord, but up until then. I'm in a room with a bitch and I hold on wanna fuck. Ich hab gestern auf Frontspot so die Glocken aufgemacht, oben mit 190. Das ging halt ein bisschen schief, aber. Das wollte gerade sein, du hast die gar nicht geschafft. Warum? Ich hab auch schon 250 Kilo Frontbeugen nicht geschafft. Ich hab sie noch nicht mal versucht. Ich bin viel krasser als du. Like a man, I'ma be my meat, then get my fucking nut for sure. That's just how we do it in the hood, bruh. Oh, 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 what? You ain't know, bruh, yeah. Konstantin eigentlich auch, aber weil wir ein bisschen unter Zeitdruck sind, macht er euch jetzt hier noch eine Rap. That old school Jew, bruh. I used to slap that shit every day at school, bruh. Brought that shit back, now that old slap sound new, bruh. Rack after stacks, I got poo, bruh. Candy paint got the whip looking wet, bruh. Ooh, I'm shining, bruh. And like my nephew, Young Pharaoh, big timing, bruh. And if them suckers outside, then we sliding, bruh. I swear to God, man, them niggas in hiding, bruh. And we ain't wasting no shots on civilians, bruh. Too busy plotting on ways to make a million, bruh. Up until then, I'ma be thugging inside them project building. They blowing them cookies, that's all the ghetto children. Plotting on ways that we can make a million, million. Whoa, yeah. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Es ist jetzt oben bei Body IP in der VIP Lounge mit den krassesten Leuten auf Fitness YouTube. Lasse Angel ist sein Vater. Wir chillen jetzt tatsächlich hier ein bisschen Backstage, obwohl es ist mitten am Ring, WWE Shit. Und gleich ist wieder Challenge, so in etwa einer halben Stunde. Und ich bin einfach nur mega kaputt. Aber meine Taktik ist, 15 Minuten vor Challenge beginnen, Booster rein und das Smiley Face aufsetzen. I be grindin', scrapin', rental ridin'. I act broke, you act rich, we both lyin'. I be grindin', scrapin', rental ridin'. I act broke, you act rich, we both lyin'. I be duckin' the pen to get a break. Helpin' all the project children have faith. One shot for the kids doing bids where I stay. One shot for the niggas doing bids in the bay. If we pray, we gon' make it, but God, he seen busy. Chillin', we got hopes for pounds and plenty chicken. Damn, we was poor as a kid, I'm reminiscing. Still a nigga draws and while I had to get him. Shit, I know the feeling when your brother in jail and your dad in cold and your sister ho. Shit, don't give up though, you gon' make it. Remember when the ghetto child making people hate it. Remember money easy to get but hard to say. Remember when pain come in your life, gotta take it. I know you lose hope when you're looking at your mama, the drama, but you can be Obama. But up until then, I'ma be thugging inside them project building. They blowing them cookies, that's all the ghetto children. Plotting on ways that we can make a million, million. Whoa, yeah. I be grindin', scrapin', rental ridin'. I act broke, you act rich, we both lyin'. I be grindin', scrapin', rental ridin'. I act broke, you act rich, we both lyin'. You gettin' money, bruh, actin' funny, bruh. Like Mac Drake, they don't ever hear your tummy, bruh. Chang, er ist einfach der Beste. Er sponsert mir einfach einen, seine Lieblingskumpel. Wenn ihr wüsstet, wie er die liebt, wie er sie liebt einfach. Richtig geil, danke, Digga. Gerne. Auf jeden Fall ein Ultra. Langer Fibo-Tag, auch mit den Jungs von Grown Together Fitness for the Bitches. For the Bitches. For the House. Geht langsam zu Ende. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so fucking fertig. Ist unglaublich. Aber es war gleichzeitig unglaublich krass, unglaublich geil. Es waren unglaublich viele Leute da, haben mit mir geschnackt. Ich hätte also wirklich gerne mit jedem noch mehr geredet, aber es ist unglaublich wichtig, dass man sich auch mal zurückzieht. Nein, Spaß, aber es ist halt eine Messe und es ist halt leider nicht immer möglich, aber es war mega geil, ihn zu treffen und es hat mich mega gefreut. Morgen ist noch ein Tag, mal schauen, was dann noch kommt. Meine Stimme ist tot, aber wir werden morgen noch viermal vorlegen auf jeden Fall für die Challenges. Und ich freue mich einfach nur, also man, es sind echt gemischte Gefühle, so heiß und fertig sein, alles gleichzeitig und zusammen. Mega geil. They say fat, bring the movement back. Dope, Airbnb, bro, what you gonna do with that? Alrighty, Fieber ist through. Ich glaube, man sieht es an meinen Augen. Ich bin tot. Auf jeden Fall, Lars ist busy as fuck. Wie ein in Jeans. Wie ein Businessman am Telefonieren, weil wir noch was essen wollten mit Johnny Boy. Ich weiß nicht, was daraus wird. Ich bin einfach nur tot. Es ist mir egal, was wir jetzt machen. Was zu essen, was zu trinken. Ein bisschen Ruhe und nachher ins Bett.
Goddammit. Ich baller mich einfach mal aufs Sofa bei so einem random Stand. Es ist halt so krass gemischte Gefühle. Es ist halt hammerkrass geil, hammerkrass anstrengend. Und es ist fertig. Ich kann halt echt keinen klaren Gedanken fassen. Also egal, was ich sagen möchte, es ist so... auch so dauerlaut. Ich bin auch zu durch. Ich habe auch immer vor den Challenges einen Booster genommen. Also ich glaube, ich bin so auf 2 Gramm Koffein oder so. Ich glaube, deswegen habe ich letzte Nacht nicht gepennt. Aber es ist halt auf jeden Fall ein... Conversation with some bigger figure on the west side. Said he just cop a whip and he's looking for his next ride. Never been inside a Benz, neither took it for a test drive. And I was thinking about a come up cause I never had the best life. Alrighty, gestern ist mein Akku gestorben. Deswegen gab es keine weiteren Aufnahmen. Ich war noch was essen und ein bisschen was trinken mit Lars und mit den Athleten von Body IP. Ich bin gut fertig, wie everyday. Und wir haben die Bahn verpasst. Sprich, die fährt jetzt hier wieder eine halbe Stunde. Aber das dauert zu lange, deswegen suchen wir nach Alternativen. Letzter Tag, Vibo. Let's go. Damn, I'm about to run up your shit. I'm about to run up like Bliss. I be like, damn, I'm about to risk everything. I need your diamonds and rings. I be like, damn, this shit is really too reckless. I need your whip and your necklace. I be like, damn, I'm holding too much aggression. I've lost a count of my blessings. Yo, got fees that'll just increase. I pray please overcome the beast. On my knees, with my knees, I'll become the least. Can't cheese without cheese, so I run the streets. My enemies on a leash, trying to duck the peace. No peace when they feast on your floss for cheap. My OG's telling me never trust police. And my jeans with the cuff increase. For my Alrighty, wir sind jetzt am Stand angekommen. Und es wird schon fucking laut. Deswegen habe ich natürlich Probleme, die Cam anzumachen. Also, Impressions, as usual. Trying to rise like yeast with no options. These hard times are numbered. These court fines are numbered. These last days are numbered. My bad ways. BBT boy dream dripping in cash. Life is too short, so I'm living it fast. Money come and go, try making it last. Investing in the future, just a thing of the past. BBT boy dream dripping in cash. Life is too short, so I'm living it fast. Money come and go, try making it last. Investing in the future, just a thing of the past these days. I don't know if I can ever prosper this way. I don't know if I can ever see things the same. I don't know if I can ever prosper this way. I don't know if I can ever see things the same. Phone call my connect, heard a yawn with some big weight. I need something for my mind, I been trying to get my shit straight. When he pull up with the pack, started thinking real devious. Like if I run up on him quickly, I could probably make the man break down. I'm about to re-up today, I'm about to be on my way. I be like, damn, this shit is really too risky. Who knew that this life would pick me? I be like, damn, way too much hate in my heart. Way too much days in the dark. Got me like, damn, thoughts in my mind when I run up. Lately, I'm just trying to come up, I need that. Not fine when I got these fines. On time when I drop these lines. To the judge in the courthouse, trying to get my life in line. Respect, I'm intertwined in a fight for mine. Keep it climb till I climb to the top, I shine. Uncle died, guess he really found peace at last. Hope you focus on my drive and never see my crash. Never got the nerve to run and I'ma need that cash, These hard times are numbered. These court fines are numbered. These last days are numbered. My bad ways are numbered. BT boy dream dripping in cash. Life is too short, so I'm living it fast. Money come and go, try making it last. Investing in the future, just a thing of the past. BT boy dream dripping in cash. Life is too short, so I'm living it fast. Money come and go, try making it last. Investing in the future, just a thing of the past these days. I don't know if I can ever prosper this way. I don't know if I can ever see things the same. I don't know if I can ever prosper this way. I don't know if I can ever see things the same.
mal, wann ihr irgendwas hören kann. Die Hälfte des Sonntags ist vorbei, es ist ultra voll. Jetzt gerade ist ein bisschen Luft. Challenges töten mich, ich bin zu fett. Aber immer noch macht es mega Spaß. Und könnte echt noch ein paar Tage weitergehen. Aber ich glaube, dann sterbe ich. Internet ist so hart gereizt, überreizt. Also viel zu überreizt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich aussehe. Bestimmt Augenringe on fleek. Ich hoffe, ich werde die nächste Woche noch leben und nicht nach dem Stresslevel ins Koma fallen. Good job! Challenge und die Aftermath ist durch. It's finally done. Immer noch weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich melde mich gleich schon mal. Wo ist Karotte her? Die hat mir ein Bunny vorbeigebracht. Mit der Technik aber null. Ich bin wohl hübsch, manchmal. 101! So. So bin ich. So bin ich. So bin ich zu euch. Jetzt komm, dein Höhenflug, jetzt komm. Komm, ja, du bist ein Star, komm. Guck mal, der ist 3 Köpfe kleiner, aber ist der Mut.
Chucky Beat Production. Alrighty, die Fibo ist vorbei und es wird überall um mich herum abgebaut. Ich weiß nicht, ob man das hört und sieht, aber sieht nicht, weil weiß im Hintergrund, aber ist egal, mein Gehirn ist nicht mehr da. Ich weiß, dass ich heute nicht mehr viel auf die Kette bekommen werde, weil ich bin einfach so hart abgefuckt, aber im geilen Sinne so, ihr kennt ein weinendes Auge, ein lachendes Auge oder so ähnlich. Genau das beschreibt all das, was ich mir gerade durch den Kopf geht. Es war mega heftig, wie viele Leute ich getroffen habe, wie viele Gedanken, wie viele, das ist einfach krank. Und weil ich aber weiß, dass ich nicht mehr viel dazu sagen kann, nehme ich mir morgen noch mal ein bisschen Ruhe, um noch mal einzuschalten und das Ganze kurz zu reflektieren und das Video zu beenden. Es hört sich jetzt so an, als würdet ihr das nicht gleich sehen können. Könnt ihr aber. Aber ich werde es erst morgen erzählen. Was bleibt übrig? Ein Haufen von Momenten. Ein Haufen von Erinnerungen. Keine Stimme. Ich habe jetzt die ganze Autofahrt nicht geredet, deswegen wusste ich natürlich nicht, wie sich meine Stimme anhört. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause und bin schon 5 Stunden gefahren und bin jetzt hier in Hamburg, habe einen kleinen Zwischenstopp gemacht, um mir das zu holen, was ich mir auch auf der Hinfahrt geholt habe. Ein Monster für die restliche Rückfahrt. Und was bleibt übrig? Ein Haufen krasser Erinnerungen, krasser Momente, viele Leute, teilweise Leute, die gesagt haben, dass sie nur für mich zur FIBO kommen, was halt mega durch ist. Also ich kann das nicht fassen, weil ich war sowieso die ganze Zeit überfordert mit der Situation. Erstmal, dass seine Leute ansprechen und zweitens, wie viel denen das teilweise bedeutet. Und so stand ich einfach die ganze FIBO so einen ganz kleinen Tick neben mir und es war schwierig für mich damit umzugehen. Besonders mit dem ganzen Musik und Lärm und was sonst noch alles passiert um einen herum. Ich glaube, es wird sich die nächsten Tage ein bisschen legen, aber wenn ich jetzt schon mal denke, so ist es einfach verrückt und krass, dass, wenn man sich mal das Feedback anschaut, wie krass es divergiert vom Internet. Also es sind wirklich so viele Leute gekommen, die mir genau das gesagt haben, was das Gegenteil von dem ist, was man im Internet hört, ungefähr so. Und daraus ziehe ich wirklich viel und wirklich Bock, krass, hart weiterzumachen. Besser, schneller, höher, weiter, alles. Und besonders auch dieses Feedback, was fast jeder gesagt hat einfach, dass die Philosophie Friday Videos weitergehen sollen, dass der Psychologie-Content weitergehen soll, dass diese Themen, die irgendeine Relevanz zum Leben haben, vielleicht auch einen Bezug zum Sport und irgendwie damit zusammenarbeiten, weitergehen sollen. Und auch, dass viele gelernt haben, wie man überhaupt Fragen stellt, wie man überhaupt über etwas nachdenken kann oder sollte, bevor man auch vorstellt, irgendwelche Entschlüsse fest und so. Das sind halt einfach Einflüsse, wenn ich die auf Menschen hatte oder habe, teilweise. Das ist für mich unglaublich, weil das auch kamen welche zu mir und meinten, dass sie sich wegen mir bei der DKMS angemeldet haben. Wegen dem Video, was ich gemacht habe dazu. Wobei ich mir jetzt denke, dadurch hat man etwas die Größe, die Fläche vergrößert, mit der man helfen kann, so, für Leute, die Hilfe brauchen. Man hat ein paar mehr Leute dem hinzugeführt. Das ist einfach, also ich kann es immer noch nicht richtig fassen, auch nicht richtig in Worte fassen. Es muss doch, glaube ich, sich ein bisschen legen. Ich wollte aber unbedingt nochmal jetzt was sagen. Und nicht später oder morgen oder übermorgen oder so, sondern jetzt, wo das noch nah und präsent ist. Und wie gesagt, mir fehlen also wirklich immer noch so die Worte. Ich war so ein bisschen nicht im Standby-Modus, aber so im Autopilot die ganze FIBO über, einfach nur, damit ich erstmal alles aufsaugen kann, um damit zu arbeiten dann später mit diesen Gedanken. Und mal wirklich das raus, aber wenn ich mich jetzt zurück erinnere, ich habe auch wirklich viele andere, beispielsweise andere YouTuber oder andere Leute, die man so eh schon kennt aus dem Social Media Bereich, getroffen, die ganz anders waren. Also geiler. Beziehungsweise nicht geiler, das what the fuck. Sondern also es war halt einfach nett, mal mit Leuten zu reden auch. Ohne die Kamera oder so. Und das ist halt auch so, was hinter den Kulissen passiert ist, war unglaublich. Also alles eigentlich. Fuck. Ich weiß nicht weiter. Und jeder hat auch gesagt, mach weiter mit den Anglizismen und mach genauso weiter, wie du es machst, weil genauso wie du es machst, machst du es richtig und nimmst viele Leute mit. Viele haben sich auch für diese Büchervideos bedankt und dass sowas noch kommt. Chibo Grace, Grüße an dich, mein Freund. Mich auch nochmal, mir quasi den Horizont mal mehr gegeben, warum nicht nochmal an derselben Idee angreifen und sowas machen wie Top 3 Dokus oder Top 3 Filme, wo ich aber dachte, naja, das ist so random, aber ist es nicht, wenn man sie ordentlich
in den Kontext einbettet, wenn man sie erklärt. Weil der Moment, wo ich sie gesehen habe, sie für mich wirksam waren, der ist vielleicht für andere, für jemand anderen dann, wenn er durch mich auf dieses Ding oder auf jemand anders, whatever, auf diesen Film oder Doku aufmerksam wird. Und es gibt auch ellenlangen Dokus und Filme und Serien und so, die mich halt auf bestimmte Weise geformt und bewegt haben. Also auch nochmal in diese Richtung zu gehen. Aber ich, wie gesagt, ich bin noch immer ein bisschen überfordert, das in Worte zu fassen, aber es ist verrückt. Ich hatte unglaublich krasse Momente. Es sind wirklich sehr viele Leute zu mir gekommen aus allen möglichen, also Mädels, Ladies, hallo an die Ladies, junge Leute, ältere Leute, alles einfach. Kleine Leute, wo der Papa mit war, und es ist einfach verrückt. Und ich glaube, mehr kann ich dazu momentan nicht sagen. Aber vielen Dank an alle, die bei mir waren, die mit mir geredet haben oder für mich da waren. Ich hoffe, ich habe wirklich auch Zugang zu jedem gehabt. Also, dass jetzt niemand irgendwie nach Hause gegangen ist und traurig war. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht sage ich da nochmal ein bisschen mehr dazu oder steige nochmal später an diesem Thema ein. Momentan fällt mir nicht mehr ein. Aber wie gesagt, vielen Dank und es war überwältigend. Also wirklich überwältigendes Feedback, überwältigende Atmosphäre, Spaß stand im Vordergrund. Das, worum es geht, Menschen aber dann gleichzeitig auch mitzunehmen und alle gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Das war unglaublich. Auch nochmal vielen Dank an das ganze Team von Body IP, die das für mich möglich gemacht haben. Mit am Stand zu stehen, das Ganze miterleben zu können, mit den Athleten in einem Haus wohnen zu können, den anderen, mit denen ich wirklich krasse, also jeder ist ohne Spaß, so, es ist tatsächlich wie so eine große, kleine, große Familie. Ich hatte mit den meisten, eigentlich allen, nochmal gute Gespräche, auch in Ruhe, und das war einfach nur mega geil. Passt es zu, check it out. Vielen Dank für alles, wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro.